Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson you learned the genitive prepositionen aufgrund, statt oder anstatt und anstelle. In this lesson you will learn the Partizip 1 or Partizip Präsens. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 19. Partizip 1. Auf Englisch heißt es zwar Present Participle, man benutzt es aber nicht für die deutsche Zeitformen. Wir lernen gleich, wann Partizip 1 benutzt wird. Aber erstmal ein paar Beispiele. Sie ging weinend aus dem Zimmer. Bellende Hunde beißen nicht. Er steht vor mir singend. Der lachende Mann hört Musik. Und was ist Partizip 1? Partizip 1 heißt auch Partizip Präsens. Wenn man ein Verb als Adjektiv benutzt, dann bildet man aus dem Verb ein Partizip. Als Adjektiv drückt das Partizip 1 Gleichzeitigkeit oder eine nicht abgeschlossene Handlung aus. Wir schauen uns gleich ein paar Beispiele an, um dies besser zu verstehen. Aber erstmal die Frage, wie bildet man Partizip 1? Man bildet Partizip 1, indem man am Ende vom Infinitivverb ein D hinzufügt. Zum Beispiel warten, wartend, singen, singend, tanzen, tanzend, gehen, gehend, laufen, laufend. Das ist mit allen Verben möglich. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Sein, seiend, tun, tuend. Hier kommt ein E in die Mitte. Und jetzt lernen wir, wann benutzt man Partizip 1? Man benutzt Partizip 1 mit einem Verb. Als Adverb. Hier ist das erste Beispiel. Er kommt zu mir tanzend. In diesem Satz kommt ist das Verb. Tanzend mit D am Ende ist das Adverb. Hier sind zwei weitere Beispiele. Sie hat mich weinend angerufen. Weinend wird hier als Adverb benutzt. Und der Mann geht singend durch den Park. In this sentence, the verb is gehen and singend is the adverb. In allen diesen Sätzen sieht man eine Gleichzeitigkeit. In diesem Beispiel, der Mann geht durch den Park und er singt. Zwei Aktivitäten finden zur gleichen Zeit statt. Partizip 1 kann auch als Adjektiv benutzt werden, zusammen mit einem Nomen. Zum Beispiel, die kochende Suppe ist sehr heiß. Hier kochende ist Partizip 1 Form von dem Verb kochen. Die kochende Suppe ist das Subjekt, also ist Nominativ. Das heißt, kochend bekommt die Endung E für Feminin im Nominativ. Hier ist das nächste Beispiel. Die Werbung unterbricht den laufenden Film. Laufenden ist Partizip 1 von dem Verb laufen. Warum hat laufend hier die Endung EN? Weil den laufenden Film in diesem Fall der Akkusativobjekt ist. Genau, weil Partizip 1 hier als Adjektiv vor dem Nomen steht, bekommt es auch die Adjektivendung. Wenn du Adjektivendungen wiederholen willst, kannst du unsere Videos zu diesem Thema sehen. Die Links sind unten in der Beschreibung. Hier ist das nächste Beispiel.
Gestern ist er aus dem fahrenden Auto gesprungen. In diesem Fall, aus ist eine Dativpräposition. So fahrend bekommt die Endung en. Auch bei Genitiv muss man die richtige Endung benutzen. Magst du die Gesichter lachender Kinder? Lachend ist Partizip 1 für lachen und bekommt die Endung er, weil Kinder hier Plural ist. When you're using Partizip 1 of a verb as an adjective, it is placed before the noun, and you should accordingly use the correct adjective ending. Partizip 1 kann man auch als Nomen benutzen. Wir schauen uns drei Beispiele an. Das Verb ist reisen. Partizip 1 ist reisend. Als Nomen kann man sagen, der Reisende oder die Reisende. Und mit unbestimmtem Artikel, ein Reisender oder eine Reisende. Genauso ist es bei den nächsten Verben. Schlafen, schlafend, der Schlafende oder die Schlafende, ein Schlafender oder eine Schlafende. Tanzen, tanzend, der Tanzende oder die Tanzende, ein Tanzender oder eine Tanzende. Hier sind zwei Beispiele, wo Partizip 1 als Nomen benutzt wird. Sie traf in dem Hotel einen anderen Reisenden. Weil der Reisende hier als Akkusativobjekt steht, bekommt er bei dem unbestimmten Artikel die Endung en. Die Tanzenden hatten viel Spaß. Hier sind die Tanzenden in Plural, deshalb die Pluralendung en. Hier sind ein paar weitere Beispiele, wo man aus dem Verb ein Adjektiv formuliert. Das Wasser fließt. Das fließende Wasser. Der Papagei spricht. Der sprechende Papagei. Die Farbe leuchtet. Die leuchtende Farbe. Die Kinder singen. Die singenden Kinder. Alle diese Adjektive bekommen auch die richtigen Endungen. Was passiert, wenn wir ein Reflexivverb haben? Die Frau verwöhnt sich. Die sich verwöhnende Frau. Bei Reflexivverben steht sich vor dem Partizip 1. Manchmal kann man die Information von zwei Sätzen in einen Satz packen. Zum Beispiel, gibst du mir das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. Man kann sagen, gibst du mir das auf dem Tisch liegende Buch? Auch bei Relativsätzen kann man Partizip 1 benutzen. Siehst du die Frau, die im Garten arbeitet? Siehst du die im Garten arbeitende Frau? Hier bleibt die ganze Information erhalten. Nur das Verb wird als Partizip benutzt, aber mit der richtigen Endung. Hier ist noch ein Beispiel. Kennst du den Mann, der laut lacht? In einem Satz kann man sagen, kennst du den lautlachenden Mann? With the help of Partizip 1, you can also bring two sentences together or two Relativsätze together. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also become a $1 patron to get access to transcripts. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications
whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!